wie ein kleines Kernkraftwerk jetzt hinterm Schlepper. Jetzt wird dein Feld unter Strom gesetzt. Wir wollen hoffen, dass die, die unten wohnen, das auch überleben. Ich bin wirklich gespannt, ob es wirklich eine Alternative gibt zum Glyphosat, die genauso wirksam ist wie das Glyphosat an sich. Wirkt Strom genauso gut wie Chemie? Und wie sieht dieses Feld eine Woche nach Behandlung aus? Er will's wissen. Mein Name ist Martin Breuer. Ich betreibe hier in Telgte regenerative Landwirtschaft. Wir machen viel in Direktsaat. Und bei der Direktsaat ist ja immer wieder das Problem, dass wir den Bestand einmal im Jahr weghaben müssen. Und wenn wir nicht ackern, machen wir das mit Hilfe von Glyphosat. In diesem Jahr wollen wir es mal probieren ohne Glyphosat. Und dafür haben wir was Neues, was wir ausprobieren wollen. Und das zeigen wir euch jetzt. Diese Zwischenfrucht hat ihre Schuldigkeit getan. Klee, Ölrettich, Raps und Rübse haben seit dem Herbst den Boden bedeckt. Jetzt soll hier die nächste Kultur folgen, Mais, aber ohne dass gepflügt wird. Wir versuchen das System des immergrünen Ackers zu vollziehen, damit wir eben den Boden schützen vor Erosion, sprich Wind, Wasser, Sonneneinstrahlung. Dadurch, dass wir die Bodenruhe haben, können wir auch die Regenwürmer letztendlich vermehren. Vor der Aussaat, im Direktsaatverfahren ohne Bodenbearbeitung, hat Martin Breuer aber bisher immer Glyphosat eingesetzt. Letztendlich müssen wir die Zwischenfrucht jetzt einmal weghaben, um für die Kulturpflanze einen Vorsprung zu erhalten und die sich erstmal vernünftig machen kann. Und in der Konkurrenz zu dem Bestand, den wir jetzt haben, ist das so nicht machbar. Aber geht das Ganze auch ohne Chemie? Stattdessen mit Elektrizität? Martin Breuer hat sich auf ein Experiment eingelassen. Ja, das ist schon ein ganz ordentlicher Brummer, würde ich sagen. Ja, üppig. Sieht ja schon aus wie ein kleines Atomkraftwerk, was dahinter hängt, ne? Besuch von der Firma CropZoon aus Aachen. Moin! Die Aachener sind Spezialisten darin, Unkraut elektrisch abzutöten. Auch Vertriebsleiter Marco Gernemann ist mit angereist. Jetzt müssen wir erstmal im Wasser auffüllen, damit wir gleich starten. Wofür braucht er jetzt das Wasser dann an der Stelle? In der Spritze haben wir reinweg wirklich nur Wasser. Und an einer Seite ist noch ein externer Tank, wo ein speziell entwickeltes Leitmittel noch hinzugemischt wird. Das ist quasi ein Magnesiumsulfat, um einfach die Leitfähigkeit der Pflanze zu erhöhen, damit die Zellenstruktur schneller zerstört wird. Ah, okay. Also letztendlich die Oberflächenspannung des Blattes runterzusetzen, ich sag mal wie beim Tensid zum Beispiel. Genau. Um letztendlich den Strom leichter in die Pflanze zu Ganz kriegen. Genau. Und los geht's für das 260.000 Euro teure Gerät. Arbeitsbreite 12 Meter. Martin, jetzt wird dein Feld unter Strom gesetzt hier, ne? Das ist so. Wir wollen hoffen, dass die, die unten wohnen, das auch überleben. Rein in Raps, Rübse und Co. Allein die Stromeinheit wiegt knapp 2,5 Tonnen. Macht zusammen mit dem Traktor 11 Tonnen. Angetrieben wird der Trafo über die Zapfwelle. Wie genau geht das Ganze jetzt vonstatten? Vorne ist ja die Spritze dran, wo wir dann mit der Elektrolyte auf die Pflanze aufspielen. Und wir brauchen 150 Liter Wasser pro Hektar. Ein Herzstück, sag ich mal, was hinter dem Schlepper ist, ist unser Volt Cube. Das Aggregat produziert bis zu 5500 Volt. Was dann zu den Applikatoren rübergesendet wird. Und dann, sobald die Blattmasse oder die Pflanze mit den Applikatoren in Kontakt kommt, schließt sich der elektrische Stromkreis und die Zellstruktur der Pflanze wird komplett zerstört. Um ebenso die Wurzeln zu treffen, wird auch der Boden unter Strom gesetzt. Allerdings nimmt hier die Spannung stark ab. In 20 cm sind es weniger als 30 Volt. Regenwürmer sollen das alles gut überstehen. Das werden wir uns später noch genauer anschauen. Wir müssen ja bei blühenden Pflanzen immer aufpassen, dass wir da jetzt nicht mit Herbiziden oder sonstigen Sachen reinspritzen, von wegen Bienen und so weiter. Wie ist das jetzt hier bei der Stromvariante? Bienen bleiben komplett unberührt, weil die einfach zu klein sind. Die kommen gar nicht an den Plus- und Minuspol. Die bleiben komplett unberührt. Niederwild ist ja hier auch ein Thema bei uns, ganz klar. Und naja, gut. Wenn jetzt Fluch kommt, dann sieht das Niederwild das nach und nach, dass das langsam dann weglaufen kann. Aber bei 12 Meter Arbeitsbreite, kleiner Hase, sonst was? Ist natürlich eine berechtigte Frage. Der Vorteil ist natürlich, wir haben vorne die Spritze. Und da ist schon eigentlich Unruhe im Vorfeld, bevor da hinten die Maschine eigentlich kommt. Und in der Regel, sage ich mal, wächst oder schreckt es den Wild auf und haut ab.
30 der Geräte sind mittlerweile in Deutschland im Einsatz. Die Aachener Firma peilt für dieses Jahr eine Produktion von 100 Maschinen an. Da können wir jetzt so dran. Theoretisch könnte man so da dran, aber wir haben eine Messlanze bei. Wir gehen auch immer auf Nummer Sicherheit. Wir messen jetzt gleich einmal eben die Applikatoren, ob die wirklich stromlos sind. 0 Volt, jetzt können wir es bedenkenlos anpacken. Bei der großen Strommenge, die hier fließt, wie groß muss dann der Sicherheitsabstand sein, dass nicht irgendein Fußgänger, der vorbeiläuft mit einem Hund, der dann auf einmal aufs Feld läuft und dann da keine Gefahr von ausgeht? Wir sagen, Sicherheitsabstand sollte, wenn die Maschine im Einsatz ist, mindestens 3 Meter sein. Ist aber auch erkenntlich, wir haben Warnleuchten natürlich dran, sobald Strom fließt. Wenn wir eine Gefahr erkennen, bleiben wir sofort stehen. Maschine stromlos oder heben das Gestänge an und dann ist Maschine auch sofort stromlos. Die Applikatoren können wir auch tauschen für verschiedenste anderen Früchte. Ich sag mal, einmal für die Kartoffeln oder sogar Getreidesituationen haben wir verschiedenste Applikatoren, die wir relativ schnell innerhalb von 20 Minuten komplett tauschen. In der Kartoffel sind wir schon voll unterwegs. In der Regel brauchen wir nur, wir sagen immer, eine Überfahrt in 80% der Fällen. Es kann schon mal sein, dass wir irgendwo mal zweimal drüber herfahren müssen, aber 80% der Fälle fahren wir einmal drüber her und das Kartoffelkraut töten wir ab. Und man hat dadurch auch eine gleichmäßig größere Kartoffel, weil der Wachstum der Kartoffel sofort gestoppt ist, weil die Zellstruktur der Pflanze einfach schon zerstört ist. Wir haben eine bessere Schalenfestigkeit, aber auch der Stärkegehalt ist besser der Kartoffel. Die Firma räumt ein, bisher wirkt das Verfahren besser bei Kartoffeln als bei Zwischenfrüchten. Vor allem, wenn die Zwischenfrüchte einen hohen Grasanteil haben, sei es bislang noch schwierig, alle Pflanzen mit dem Strom zu treffen. Aber auch hier entwickeln die Aachener neue, spezielle Applikatoren. Jetzt will es Martin Breuer selber wissen. Du kannst da schon sehen, wie es kaputt geht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Mit 3 km/h geht's durchs Feld. Je niedriger die Geschwindigkeit, desto höher die abgegebene elektrische Energie. Was sind Vor-, was Nachteile? Also Vorteile, er muss nicht auf Wind aufpassen. Also bei Spritzen ist Wind immer ein Thema, Insekten sind ein Thema und. Und hier können wir jetzt so durchfahren. Und haben natürlich dann letztendlich die Vorteile. Aber wir schaffen mit der Pflanzenschutzspritze, je nachdem wie der Flächenzuschnitt ist, schaffen wir natürlich auch locker unsere 5-6 Hektar in einer Stunde. Und der Trecker läuft dann mit ganz bisschen Gas und braucht dann, keine Ahnung, 4-5 Liter Diesel die Stunde. Und hier musst du jetzt den Generator antreiben und dann sind 40 Liter in der Stunde natürlich weg. Nach knapp einer Stunde sind die 2 Hektar komplett strombehandelt. Habt ihr auch schon mal probiert, ohne Chemie auszukommen? Schreibt es in die Kommentare. Und kann man jetzt sehen, wo der Strom wohl in die Pflanze reingekommen ist? Ja, das können wir sehen. Genau, wir brauchen schwarze Punkte. Hier sieht man mehrere, da ist der Strom in die Pflanze eingegangen. Und somit ist die Zellstruktur, hier sieht man es ganz extrem, zerstört. Mhm. Ja, der lässt ja schon recht ordentlich die Köpfe hängen. Ne? Und selbst beim Klee hier unten, wenn man sich das mal anguckt, auch der verliert jetzt schon den Glanz. Mal gucken. Ja. Was meinst du, wie lange dauert es, bis wir das? Ich sag mal, das beste Resultat kann man wirklich sehen, gut nach einer Woche. 6 Tage später. Der erste Eindruck, das Feld sieht noch ziemlich grün aus. Die meisten Pflanzen stehen auch noch. Doch Raps und Rübse haben ihre Farbe verändert. Das Weiße ist auf jeden Fall von dem Strom, also die Leitungsbahnen sind in dem Fall jetzt hier zerstört. Hier hat es auf jeden Fall einen gekriegt, also der oberirdische Teil hier stirbt jetzt langsam ab. Das kann man, denke ich, schön sehen. Ne? Da ist das Leben raus. Das ist auf jeden Fall Fakt. Aber ob der Strom jetzt ausreicht, um hier in der Wurzel so weit tot zu machen, dass die nicht wieder austreiben würde, das ist jetzt noch die spannende Frage. Ne? So, weil hier sind noch überall Feinwurzeln dran, die sind auch noch weiß, also könnte ich mir vorstellen, dass die auch noch ein bisschen arbeiten. Völlig unverändert wirken die Gräser. Vom Blatt her sieht es jetzt noch nicht so wahnsinnig tot aus. Nach 6 Tagen
ist der Aufwuchs, man sieht an den großen Pflanzen, sie gehen langsam ein, aber auch ein Großteil der Pflanzen zeigt sich noch relativ unbeeindruckt. Das Risiko wäre mir jetzt hier noch ein bisschen zu groß. Wenn so ein Gras dann hinterher wieder weiter wächst, dann bist du nicht weiter am Ende des Tages, dann wird dein Mais nichts. Positiv dagegen der Eindruck, den das Bodenleben macht. Ah, kriegt schon der Erste. Der ist schon mal putzmunter. Nächste. Ja, wir sind erleichtert. Gott sei Dank, die Jungs sind alle noch wohlauf. Und das deckt sich auch mit den wissenschaftlichen Studien, die die Firma CropZone in Auftrag gegeben hatte. Bei Regenwürmern, Springschwänzen und Hornmilben keine Unterschiede zur unbehandelten Kontrolle. Ende April will Martin Breuer hier per Direktsaat Mais drillen. Da ihn das Stromexperiment nicht vollends überzeugt hat, wird er sowohl auf den 2 Hektar Versuchsfläche wie auch auf den übrigen Zwischenfruchtfeldern vorher Glyphosat einsetzen. Martin, kannst du denn hier so einfach Pflanzenschutz aufbringen? Wir sehen ja hier, dass die Zwischenfrüchte, die Rübsen und der Raps doch relativ weit gekommen sind aufgrund der Witterung dieses Jahr und jetzt schon wieder in voller Blüte sind, fast schon wieder durch. Und wenn wir jetzt hier in die Blüte direkt ein Herbizid bzw. ein Glyphosat reinspritzen, dann finden wir dann auch Rückstände im Honig. Und das will keiner, das wollen auch wir nicht. Und dementsprechend werden wir jetzt hier einen mechanischen Zwischenschritt einlegen müssen dieses Jahr, indem wir hier halt mit unserer Quetschwalze durchfahren und erstmal den Blütenbestand mechanisch eliminieren. Zwar ist der Einsatz der Walze ein extra Arbeitsschritt mehr vor dem Glyphosat-Ausbringen, doch alles in allem hat die Elektrobehandlung Martin Breuer nicht überzeugt. Zumindest nicht für den Zweck, Zwischenfrüchte vor der Maisaussaat abzutöten. Mit dem Strom hat mit Sicherheit seine Berechtigung, ganz klar, in Wasserschutzgebiet und Biobetrieben und Kartoffelbetrieben. Aber so, wie wir das hier machen für unsere Maisaussaat, lässt sich's einfach nicht darstellen.